Hallo zusammen, danke fürs Einschalten. Wir haben beim ersten Spiel heute um 19 Uhr gleich drei Deutsche auf dem Parkett. Zwei bei den Washington Wizards, einer bei den Boston Celtics. Und wie wir glauben, dass das Spiel ausgeht, gibt's nach dem Video und viele Spiele mehr. Bis gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und bevor wir auf diese Spiele schauen, gibt es natürlich erstmal den Blick auf die Tabelle. In der Western Conference, ich mache das hier nochmal ein bisschen größer, ist nichts Neues passiert. Die Utah Jazz weiterhin auf Position 1, gefolgt von beiden LA-Teams. Wir sehen bereits 27 Spiele, zum Beispiel Utah gespielt oder auch die beiden Los Angeles-Teams. Bedeutet, ein Drittel der Saison ist damit schon rum. Wahnsinn, wie schnell das dieses Jahr geht, zumindest gefühlt. Portland Trailblazers mittlerweile auf der 5, Spurs auf der 6, Nuggets 7, Warriors auf der 8. Nichts Großartiges passiert. Dallas immerhin auf Position 9 mit 4 Siegen in Folge, allerdings gegen relativ schwache Gegner. Deshalb schauen wir mal, wie die sich heute gegen die Portland Trailblazers schlagen werden. Oklahoma kommt jetzt da an, wo man sie vor der Saison erwartet hätte. Und das traurige, wirklich traurige Schlusslicht sind da weiter die Minnesota Timberwolves. Im Osten weiterhin die Philadelphia 76ers auf der 1. Da könnte man schon so ein bisschen Joel Embiid als Führungsspieler in die MVP-Diskussion aufnehmen. Spielt eine bärenstarke Saison, wie generell bisher Philly unter dem neuen Trainer Doc Rivers. Schauen wir mal, wohin der Weg die Saison geht. Bucks auf der 2. Nicht wirklich überragende Saison bisher, aber mit einer 61er Winning Percentage natürlich immer noch klasse. Boston Celtics werden wir gleich sehen um 19 Uhr gegen das Tabellenschlusslicht hier, die Washington Wizards. Beide Teams aus Florida, also Orlando nehmen wir weg, die beiden Semi-Conference-Final-Teilnehmer vom letzten Jahr im Osten, Miami Heat und die Toronto Raptors, die ja jetzt an Tampa Bay spielen, auf 8 und 9, auch so ein bisschen wieder auf Playoff-Kurs und weiterhin tolle Überraschung, die New York Knicks. Charlotte Hornets, ich glaube, mit den Off-Season Acquisitions plus das LaMelo Ball, eigentlich wirklich eine richtig, richtig gute Rookie-Kampagne bisher spielt. Nicht ganz unüberraschend auf der 6. Bei den Season Leaders gibt es auch keine großartigen Veränderungen. Bradley Beal scored nach dem, wie es ihm taugt. Sein Team gewinnt trotzdem nicht. 32 Punkte stehen bisher da. Stephen Curry, überragend. Hätte ich nicht erwartet, dass er vor allem ohne Klay Thompson so wieder zurückkommt, ohne Kevin Durant auch da seine Punkte auflegt. Im Rebounding mittlerweile Clint Capella angekommen in Atlanta, holt mit fast 14 Rebounds die meisten der Liga. Miles Turner immer noch überragende 3,4 Blocks. Und James Harden, man hat ja beim Wechsel nach Brooklyn gesagt, was passiert da im Scoring, wie geht es da jetzt weiter? Aber man könnte jetzt als Kritiker schon fast sagen, das ist ja fast kindisch, was der James macht. Er gibt einfach eine richtige, ordentliche Stange Assists raus. Luka Doncic mit 9,4 auch da ganz weit oben, der sowohl im Top-Scorer-Ranking als auch bei den Top-Assist-Gebern da unter den Top 5 in der Liga ist. Trotzdem wird es nichts mit dem MVP-Titel dieses Jahr, wenn da müssten die Dallas Mavericks einfach besser performen. Und ich glaube auch, dass dieser Kollege dieses Jahr ziemlich sicher nochmal MVP wird, weil Giannis wird es nicht nochmal werden. Doncic, Team ist zu schwach. Und dieser LeBron James ist 36 Jahre, hat bisher noch kein Spiel in der Saison, glaube ich, verpasst. Spielt 35 Minuten fast, legt dabei 25,6 Punkte auf, fast 8 Rebounds und fast 8 Assists. Das ist wirklich eine phänomenale Leistung. Und auch wenn ich ihn nicht in meinem Herz eingeschlossen habe, glaube ich, dass dieses Jahr kein Weg an LeBron als MVP vorbeiführen wird, denn seine Lakers werden garantiert auch nicht großartig schlechter. Jetzt aber zum Spiel der Boston Celtics gegen die Washington Wizards. Was fällt uns auf? Hier spielt ein Team, was bisher unter den Erwartungen performt, Boston, gegen ein Team, was unter den Erwartungen performt, Washington. Aber da hat es mehrere Gründe. Unter anderem auch viel von Corona gebeutelt. Trotzdem, Beal, Westbrook passt bisher noch nicht so ganz und die sind jetzt auch nicht zu Unrecht ganz hinten. Nur ein Sieg aus den letzten 5 Spielen. Boston ist immerhin doppelt so gut. Was ein bisschen schade ist aus deutscher Sicht, sind die beiden Spieler bei den Wizards, Isaac Bonga und Mo Wagner, Moritz Wagner. Beide
obwohl das Team so schwach performt, kriegen nicht wirklich so richtig viele Minuten. Gerade bei Moritz Wagner hätte ich mir erwartet, dass er vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit bekommen wird. Er hat mir aufgeschrieben, spielt 14 Minuten und macht dabei immerhin 7 Punkte, 4 Rebounds. Bei Bonga sind es knapp 10 Minuten und ja, da kommt nicht so viel dabei raus. Russell Westbrook übrigens auch wieder auf Triple-Double-Kurs. Er ist jetzt auch bei diesen Auswertungen, Assists und so weiter noch nicht dabei, weil er noch nicht so viel gespielt hat. Aber ist auch mit knapp 19 Punkten, 9 Rebounds und 9 Assists ordentlich dabei. Auf Boston-Seite haben wir Daniel Theis. Der spielt immerhin seine 24, 25 Minuten. Trifft tatsächlich unglaubliche 42% von der Dreierlinie, 58% aus dem Feld. Spielt eine Top-Saison, 9,5 Punkte, 5 Rebounds, lässt sich sehen. Das wollte ich ein bisschen hier Statistiken über unsere Deutschen euch mitgeben. Ansonsten die Quote eigentlich schon eine Frechheit, dass Boston nur eine 1-4 hat. Auf der anderen Seite spielen die auch nicht wirklich smooth. Punkte, die Line heute bei 231, 232 irgendwo da. Lass ich mal die Finger weg, weil es mir ein bisschen zu hoch und Washington kann keine Defense, aber aus Boston spielt er auch nicht jetzt wirklich so super konstant. Die Line haben wir bei einer Quote von 1,4, ungefähr bei 6 Punkten. Und ich denke, Boston minus 6 ist eine Überlegung wert, weil es irgendwie bei Washington nicht passt. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Deshalb Boston, reiner Sieg für eine Kombi vielleicht nicht verkehrt. Minus 6 kann man anspielen, ist aber gerade bei Nachmittagsspielen schon nicht ganz ungefährlich. Letzte Woche waren ja unsere Tipps ganz gut. Ich glaube, da waren nur richtige und ein Cashback dabei. Aber ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei Boston, weil ein bisschen viel derzeit von Jason Tatum abhängt. Und Kemba Walker performt leider nicht so, wie er vor seiner Verletzung letztes Jahr, hat er lange dann mit Problemen am Knie gespielt, nicht mehr so performt. Also muss man ein bisschen aufpassen. Aufpassen müssen auch die San Antonio Spurs, die eine richtig gute Saison spielen und jetzt nach Charlotte dürfen. Beide Teams haben dieses Jahr noch nicht gegeneinander gespielt und es ist auch tatsächlich das erste und einzige Spiel. Und die Quotenverteilung ist eigentlich sehr fair. Ich wüsste nämlich hier auch nicht, wer gewinnt. Ich muss bei dem Spiel ein bisschen aufpassen, weil ich irgendwie ein bisschen hoffe, dass Charlotte ja da zurückkommt, wo sie mal früher waren. Also irgendwie so ein Playoff-Team, die eine sympathische Mannschaft haben. Mir gefällt auch LaMelo Ball. Hayward mag ich gerne. Rozier ist ein cooler Spieler. Also da läuft schon der ein oder andere richtig gute rum. Und deshalb kann es auch sein, dass ich wegen Sympathiepunkten die vielleicht ein bisschen überschätze. Und San Antonio wundert mich tatsächlich, dass die bisher so gut mithalten im Westen. Die hätte ich gar nicht auf dem Playoff-Zettel gehabt. Deshalb würde ich auch sagen, hier würde ich sogar noch von der eigentlichen Line, die bei 1,5 ist, noch ein paar Punkte dazu kaufen. Charlotte plus 3,5 gefällt mir bei diesem Spiel tatsächlich am besten, weil ich erwarte eine enge Kiste, in der die Spurs zu Recht leichter Favorit sind, aber daheim glaube ich doch auf Charlotte, aber Tipp, naja. Detroit gegen die New Orleans Pelicans. Die Pelicans haben wirklich schlecht in die Saison gefunden, spielen jetzt immer besser, hat auch mit Lonzo Ball zu tun. Der hat jetzt in den letzten 10 Partien 15 Punkte aufgelegt ungefähr, dazu 5 Assists. War ja auch in Trade-Gerüchten, Trade-Gesprächen involviert bei Detroit. Die haben jetzt auch nochmal sich nochmal ein bisschen verschlechtert, würde ich sagen, indem sie Derrick Rose abgegeben haben. Da ist einfach viel mehr auf Rebuild, glaube ich, und da wird sich diese Saison nicht mehr wirklich in irgendeine Richtung was tun. Ich sehe hier die Pelicans deutlich im Vorteil, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Hier die 1-6 kann man mitnehmen oder auch die Line wird bei minus 4 ungefähr sein. Das schadet eigentlich auch nichts. New Orleans ist im Kommen, wird aber ein schweres Rennen um die Playoff-Plätze. Da wir so viele Spiele haben,
scroll ich hier jetzt auch ein bisschen mehr schneller durch. Die Raptors haben sich auch wieder gefangen. Van Vliet wird seinem Vertrag gerecht, freut mich sehr. Timberwolves ultra enttäuschend. Auch diese beiden Teams haben noch nicht in dieser Saison gegeneinander gespielt. Und der klare Favorit, die Raptors, da wird die Line so bei 10 Punkten sein. Bei 9, 8,5. Ist, auch wenn es ein Heimspiel ist, für Toronto mir fast ein bisschen zu niedrig bei oder zu hoch zum Tippen. Bei den Wolves wird weiterhin D'Angelo Russell ausfallen. Der Nummer 1 Pick Edwards nicht jetzt so schlecht, aber auch nicht für Nummer 1 Pick eine typische sofortige Verstärkung. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen, ist sicherlich kein schlechter Draft Pick oder so. Aber wir wissen ja, dass auf den Positionen die Point oder Guard und Center die Wolves ganz gut besetzt gewesen sind. Deshalb haben sie sich ja für Edwards mehr oder weniger entscheiden müssen. Aber der kann ihnen jetzt halt auch nicht gleich zu viel mehr Punkten helfen. Hab ein bisschen schlechtes Gefühl bei diesen Handicaps, deshalb einfacher Sieg. Raptors, Mund abputzen, schauen, was geht. Und dann gehen wir zu Dallas, die 4 Spiele in Folge gewonnen haben, aber gegen leider keine guten Teams. Gegen die Portland Trailblazers, das ist auch die erste Partie. Hier ist unter anderem Nurkic, ja, fehlt noch länger. McCollum fehlt länger. Und dann haben wir auch noch Zach Collins, der fehlt. Ist alles gefährlich. Dame Lillard wird normalerweise immer gegen Dennis heiß laufen. Und die haben jetzt eine ordentliche Bewährungsprobe, denn sie müssen jetzt auch mal gute Teams schlagen. In den letzten Partien Doncic, wie fast eigentlich immer überragend, aber auch endlich Porzingis mit guten Statistiken und auch gutem Elan Esprit. Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass der Kader bei Dallas einfach zu breit aufgestellt ist und deshalb sich keine so richtige Formation da bildet. Und ohne, wenn das Ganze nicht passt, ist es halt wirklich gefährlich. Du kannst dich nicht einspielen, wenn mal der gut ist, der, dann wechselt der Trainer hier und da, dann führt der wieder wegen Krankheit, der wegen Verletzung. Also in Dallas läuft es noch nicht rund und die müssen auch aufpassen, glaube ich, dass sie da auch die Playoffs dieses Jahr schaffen. Top 4, viele predicted von den Experten, glaube ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr dran. Vor der Saison hatte ich sie auch auf 3 oder 4 gesehen, aber jetzt müssen sie echt schauen, dass sie auf 6 bis 8 sind. Aber nicht vergessen, Platz 9 und 10 ist dieses Jahr auch wegen der verkürzten Saison in einem Play-In-Tournament, so quasi vor Playoffs, um in die Playoffs zu kommen. Man kennt das ja vom letzten Jahr, von der letzten Saison mit der Bubble, in dem ein sehr, sehr spannendes Duell noch gewesen ist zwischen den Memphis Grizzlies und den Portland Trailblazers, die sich letztendlich in die Playoffs gemogelt haben. Die Line mit 239, 238 Punkten ultra hoch. Macht auch Sinn. Dallas kann nicht mal bei den Spielen, die sie gewonnen haben, verteidigen. 143 zu 130 war es gegen New Orleans. Also gegen Portland sollte das auch ein Highscoring Game werden. Hier haben wir die Milwaukee Bucks gegen die Oklahoma City Thunder. Jrue Holiday wird ausfallen wegen Corona Safety Protokolls. Bei den Thunder fehlt Michael Kidd, Shai Gilgeous Alexander oder so. Die Zukunftshoffnung. Und bei den Bucks, die haben jetzt von den letzten 10 Spielen 6 gewonnen, 4 verloren, waren weder Fisch noch Fleisch, hat mir jetzt nicht so richtig getaugt, wie sie gespielt haben. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, die sind dafür bekannt, dass sie aufgrund ihres tiefen Kaders, ihrer ganz guten Bankspieler, die vor allem gegen schwächere Teams gut performen, hoch gewinnen. Deshalb finde ich hier minus 10 absolut spielenswert, hier vielleicht minus 9,5, 1,78. Kann man auf jeden Fall machen und das wäre auch so meine Empfehlung. Phoenix gestern gewonnen gegen Philadelphia. Das war ein richtig gutes Spiel. Kam ja auch 21 Uhr unsere Zeit. Ich hoffe, ihr konntet das vielleicht anschauen. Jetzt geht es einen Tag später gegen die Magic. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber auch hier einfacher Sieg sollte machbar sein. Dementsprechend ist ja auch die Quote. Und wenn wir auf die Line schauen, die ist so bei minus 9. Da würde ich tatsächlich schon wieder eher mein Geld auf Orlando setzen, beziehungsweise dann die Finger von lassen, weil Back-to-Back gibt es die Saison nicht ganz so häufig wie sonst. Und da hat vielleicht Phoenix ein bisschen mehr Probleme, vor allem dann hinten raus. Wenn sie führen, werden sie
gefühlt eher die Kräfte schonen. Die LA Lakers mit LeBron James gegen die Denver Nuggets, das letztjährige Western Conference Final. Die Nuggets nach schwachem Start jetzt auch wieder in Form, auf Kurs. Das erste Spiel haben sie ja am 5. Februar, quasi letzte Woche, noch deutlich verloren. Wir sehen hier die Differenz 21 Punkte, 13 allein in dem, im vierten Viertel. Interessant ist aber auch, dass die Nuggets noch in der Halbzeit geführt haben und LA auswärts, da würde ich dann schon sagen, das Spiel ist 50-50 und deshalb finde ich eigentlich auch hier ähnlich wie bei Charlotte so ein Denver plus 4 sehr, sehr interessant. Eigentlich sollte man ja nur aus quotentechnischen Gründen, statistischen Gründen entweder gute Siege anspielen oder halt den Spread und dann nicht dazu kaufen oder sowas. Aber hier würde ich mich einfach am wohlsten fühlen, wenn ich eine Wette spiele. Nuggets plus 4. LA Clippers gegen Cleveland Cavaliers. Da haben wir auch das Überraschungsteam aus Cleveland, die wieder mehr auf den Boden der Tatsachen angekommen sind. Gegen die Clippers sind sie natürlich krasse Außenseiter. Aber wir haben jetzt auch schon hier zwei, dreimal den Fall gehabt, dass wir gegen die Clippers gesetzt haben. Zwar nicht, dass sie verlieren, aber dass sie den Spread nicht holen werden. Und hier haben wir einen Spread von 10,5. Da ist die Line. Macht natürlich hier Sinn, eher zu überlegen, ob Cleveland mit den letzten 5 Spielen, 5 Niederlagen ein bisschen mehr wieder auf Zug kommt. Ich glaube nicht, dass sie gewinnen, aber ich glaube auch nicht, dass es eine Klatsche geben wird. Deshalb Cleveland plus 10,5 finde ich auch sehr akzeptabel. Bei Sacramento, die waren auch im Aufwind, jetzt ging es wieder runter. Wir haben hier zwei Teams, die angeschlagen sind, die außerhalb der Playoff-Plätze wahrscheinlich nach Saisonende sein werden. Sehe ich jetzt nicht unbedingt in den Playoffs, vielleicht in Play-In-Tournament. Platz 10 ist möglich. Die Sacramento Kings sind Quoten-Außenseiter, sehe ich in dem Fall auch nicht. Auch wenn es ein knappes Spiel wird, würde ich hier wieder Sacramento einen kleinen Vorteil zusprechen, denn Memphis, da ist Jamal Morant und ja, Justin Jackson fehlt auf Seiten von Memphis auf jeden Fall. Valanciunas Juniors, der dürfte ja nicht ganz so leichtes Spiel haben gegen Hassan Whiteside und die Big Man der Kings. Auf dem Injury Report von den Kollegen von Sacramento befinden sich leider De'Aaron Fox, der Topscorer, und ohne ihn wird es natürlich gefährlich. Marvin Bagley, der Dritte, ist auch leider sehr wahrscheinlich nicht am Start. Da muss man ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass unsere Kings etwas stärker anzusehen sind. Und ja. Also, dann sind wir auch schon bei der Zusammenfassung. Es ist ein relativ schwieriger Spieltag. Sehr, sehr viele Spiele. Ein paar Fragezeichen. Und ich hoffe, der ein oder andere Gedankenanstoß hat trotzdem geholfen. Wenn ich auf die Tipps gehen würde, dann würde ich gleich tatsächlich anfangen mit einem Sieg der Boston Celtics gegen die Washington Wizards heute um 19 Uhr. Ich glaube, der Spread für Celtics bei zwischen minus 4 und minus 6, alles ganz gut anspielbar. Bei Hornets Spurs haben wir natürlich eine 50-50-Sache. Charlotte mit dem Heimvorteil hier. Charlotte plus 3, plus 4. Glaube ich, ganz, ganz gute Ideen. Bei Detroit Pistons gegen die Pelicans, da sehe ich klar die Pelicans im Vorteil. New Orleans hat das bessere Team. Detroit hat zwar den einen oder anderen Achtungserfolg in den letzten 2 Wochen erreicht, auch ohne Derrick Rose, aber Pelicans müssen gewinnen, werden gewinnen und da ist auch der Spread von 3-4 in Ordnung. Raptors, einfacher Sieg, vielleicht für eine Kombi, ganz gut anspielbar. Der Spread ist mir ein bisschen zu hoch. Dallas Mavericks, Portland Trailblazers, einfach auf den Sieg, Feuerwerk freuen. Eher Hände weglassen vom Tipp. Normalerweise ist Dallas nicht so deutlich Favorit, wie es die Quoten suggerieren. Sie haben jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen, aber nicht gegen die allerbesten Teams. Sie können leider nicht verteidigen und genau sowas nutzt natürlich ein Damian Lillard aus. Und die haben ja auch noch mit Gary Trent, Enes Kanter, Carmelo Anthony weitere offensive Feuerwerke abzuzünden.
Oklahoma City Thunder, die werden gegen die Milwaukee Bucks verlieren. Auch hier, obwohl der Spread bei 10 ist, würde ich den Spread sogar nehmen, einfach weil Milwaukee ganz gerne solche Spiele hoch gewinnt und die haben auch etwas zu beweisen. Also die werden sich nicht anders wie beispielsweise die Clippers bei solchen Spielen anstellen, aus meiner Sicht. Bei Phoenix Suns muss man aufpassen, back to back, aber auch der Injury Report der Orlando Magic ist ganz schön lang und der Spread bei 8-9 begründet sich auf die lange Verletzungsliste von Orlando. Trotzdem, sie haben gestern schon gespielt, das hat Körner gekostet. Hier würde ich wieder einen einfachen Phoenix-Sieg mitnehmen. Aber Hände weg von dem Spread, der ist mir zu hoch. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich trotzdem Spread auf Suns nehmen. Denver Nuggets, LA Lakers. Hier hat das erste Spiel LA deutlich gewonnen. Allerdings haben wir gesehen, die erste Halbzeit war gar nicht so schlecht für Denver. Diesmal hat Denver ein Heimspiel. Sie sind auch besser angekommen in der Saison als wie nach den ersten 10, 15 Spielen, wo es noch nicht ganz so groovy war. Sie müssen auf Gary Harris verzichten, aber Jokic ist in absoluter MVP-Form gegen den wahrscheinlichen MVP diesen Jahres, LeBron James. Ich glaube, wenn man hier aber trotzdem auf Denver plus einen kleinen Spread, 3-4 Punkte setzt, dann macht man nichts falsch. LA wird die Saison nicht so konstant eine Winning Percentage haben, wie es derzeit der Fall ist. Bei den Clippers gegen Cavaliers glaubt doch keiner, dass Cleveland gewinnt. Der Anfangsrun ist vorbei, die Euphorie hat sich ein bisschen gelegt, die sind wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen. Aber Clippers plus bzw. minus 10 ist gefährlich, deshalb, wenn man hier den Spread anspielt, aus meiner Sicht eher auf den Gast aus Cleveland, die Cavaliers. Und am Ende haben wir dann Sacramento Kings gegen die Memphis Grizzlies, wo ich eigentlich denke, dass die Sacramento Kings der Favorit sind. Die Quoten geben das nicht wieder. DeAndre Fox, da ist auch noch ein Fragezeichen, ob er spielt. Er ist natürlich der Topscorer. Ich glaube, mit 23, 22 Punkten, 5 Assists ist er ultra wichtig für Sacramento. Und wenn der spielt, denke ich, macht man nichts falsch, wenn man einfach auf Kings plus 3 gegen dieses Memphis geht, das eigentlich nur von Ja Morant lebt. Ich hoffe, ihr genießt jetzt noch den restlichen Sonntag. Hat mir Spaß gemacht, dieses Video machen zu dürfen. Bitte lasst doch ein kleines Like da. Und dann schauen wir mal, ob die Tipps gut sind. Letzte Woche war ja sehr erfolgreich. Da hatte ich aber ein deutlich besseres Gefühl. Deshalb habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz so viel über die einzelnen Spiele geredet, waren auch sehr viel. Schönen Sonntag, danke fürs Einschalten und bis bald. Oddspedia, the Sports Betting Community.